Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GTA Horizon. Ja, wie ihr seht, ich habe meine Sachen wieder. Das heißt, wir haben uns gestern nochmal eine komplette Runde neuer Armbrüste gebaut, beziehungsweise auch neue Pfeile, haben dann erstmal wieder die falschen Pfeile hergestellt. Das heißt, wir haben jetzt sogar mehr Pfeile als wir brauchen. Dann habe ich, sozusagen meinen Vanadium Steel Bolt, welcher Fail, sozusagen nochmal neu aufgesetzt. Hab da, Auto Repair noch mit drauf. Und einen Diamanten mit rein. Das heißt, wir haben jetzt ein paar Pfeile mehr und der repariert sich. Und, genau. So, wir möchten auf jeden Fall heute anfangen, schöne Sachen zu machen. Das heißt, wir brauchen. Also ich möchte auf jeden Fall versuchen, mein Wasserwerk heute sozusagen anzuschmeißen, dass das läuft. Ich guck mal. Hat er angefangen? Nein, also das heißt, die ganzen Wassersachen, was wir haben, vielleicht bauen wir die komplett ein. Ein weiteres Reservoir bauen? Nee, das noch nicht. Aber ich glaube, ich habe genau, das haben wir angeschlossen, das ist noch nicht angeschlossen. Müssen wir gucken. Dann haben wir hier die Basic Distilleries. Da habe ich mir, da haben wir uns gleich welche gebaut. Die werden wir uns auch noch anschauen. Ich bin momentan noch beim Überlegen, welcher dem Biofuel, ob ich die eventuell hier mit reinbaue, weil ich ja einen schönen Wasseranschluss brauche dafür. Oder ob ich, beziehungsweise nicht Biofuel, sondern Biomass, also die Biomasse. Normalerweise hätte ich gesagt, okay, ich könnte mir so eine Art Gärtnerei oder sonst wo reinpflanzen. Wasserwerk oder vielleicht dann doch in die Refinery. Ich weiß es noch nicht so 100%. So, okay. Dann haben wir hier 720 Liter. Oh, klasse. Da hat jemand einen Ring rein. Naja, ist auch egal. Rubber Rings kann man auch gebrauchen. Gut. So. Genau. Dann haben wir noch gestern angefangen, das obere Stockwerk drauf zu zimmern. Nee, nicht das obere, das hintere. Das Ding ist nämlich breiter geworden. Denn, wir brauchen jetzt demnächst Strom für die ganzen Sachen. So, das heißt, wir haben jetzt hier unseren ersten Block, zweiter Block. Dann nach oben. Dann haben wir hier einen dritten und einen vierten. Das Kabel muss ich noch ein wenig verändern. So, dann haben wir hier hinten Raum Nummer 2. Weil hier ist der LV drin. Ja, weil, also, ob ich das dann auch mit separaten Linien mache, weiß ich noch nicht. Aber wie gesagt, LV muss auf jeden Fall die Raffinerie komplett füttern. Weil, wie gesagt, wenn wir kein Benzin mehr haben, habe ich ein Problem. So, war schon ewig nicht mehr hier. Hydrogensulfid. Können wir auch gleich mal rüberpacken. Und das muss man auch demnächst mal anfangen. Also das heißt, das Chemiewerk, sozusagen die Grundordnung werden wir jetzt in der heutigen Aufnahmesession auf jeden Fall anlangen. Hydrogen ist dann noch draußen.
habe ich hier mein Hydrogen. Weil wir müssen ja nach, als dann demnächst auch anfangen, Hydroxynitrogen komplett herzustellen, weil das wir jetzt dann demnächst auch benötigen. Muss ich dann mal gucken, wie viel Benzin, das wir jetzt schon wieder verloren haben. Unten. Und dann muss ich mal sensibilisieren, dass wir da auf jeden Fall auch drauf achten. Ja, wir haben 1,5 Millionen Light Fuel verloren. Ja, das sollten wir auf jeden Fall aufpassen. Wie geht's dir? Okay, du arbeitest. Da werden aber auch auf jeden Fall vielleicht nochmal weitere 4 dazu kommen. Ja, so, genau. Dann hab ich angefangen, hier weiterzumachen. Machen wir so eine kleine Rundsicht, was ich gerade tue. Also das heißt, da bin ich gerade beim Auffüllen, dass wir alles auf eine Ebene kriegen. Das heißt, für mich ist das Nächste, was dann kommt, dieser Berg muss weg. Die Ölquelle ist auch das Nächste, was dann sozusagen fallen wird. Und das, ja, das ist ja das Wichtige. Wie gesagt, Strom. Weil das heißt ja, dass jetzt die 4 hier befeuern jetzt komplett dieses die Medium-Lithium-Batterien. Also die 16 Stück. Das heißt, unten drunter werden es definitiv 4 HV-Batterien komplett befeuert. Und das und die werden wir demnächst auch dann alle brauchen. Weil, wie gesagt, wir wollen jetzt dann hier anfangen. Aber bevor ich da anfange, baue ich jetzt erstmal eine neue Maschine. Da wurde ich nämlich gestern drauf hingewiesen. Weil wir ja sozusagen die Erzverarbeitung ja auch jetzt demnächst anfangen wollen müssen. Haben wir meine 8 Stahlplatten und da gibt es ja den Superbuffer und der Superbuffer den können wir nicht herstellen, weil wir ja Data Sticks brauchen und für die Data Sticks ja braucht man einen Reinraum, den haben wir nicht und ich bin verwirrt. Das ist die falsche Abteilung. Wir müssen hier rein. Das. So, dann brauche ich von dir bitte 2 Sensoren, weil wir jetzt als erstes einen Advanced Seismic Prospector 11 verbauen. Das heißt, ich brauche jetzt noch Double Steel Plates. Ich habe das Tin-Kabel. Ich brauche eine Maschinenhull. Maschinenhull habe ich noch. Double Copper Cable habe ich, das brauche ich nicht. So, dann kommst du jetzt mal da rein. Oh, da reicht sogar einer, cool. LV, ich habe das. Ich brauche noch Double Steel Plate, genau. Das heißt, ich brauche hier mal bitte 6 Stück. Einschmeißen. Also wir haben festgestellt, also Ebene 4 geht so noch mit normaler Rüstung. Aber dadurch, dass man halt nach unten gezogen werden kann, in die nächste Ebene, haben wir jetzt für uns selber entschieden, dass es uns das nichts bringt und wir sozusagen jetzt uns darauf auch spezialisieren,
auch unsere Rüstungen zu verbessern. Also das heißt, wir werden langsam aber sicher auf Richtung Nano marschieren. Dass wir dann den mal komplett klären können. So, also wir haben jetzt auf jeden Fall das hier. Das heißt, ich brauche jetzt zweimal die Sensoren. So, dann machen wir mal da einen Austausch. So, zwei Sensoren haben wir. So, integrated. Dann gehen wir mal hier rein. Und zwar, ich habe die Double, ich habe dich, ich habe dich, ich habe die zwei, ich habe die zwei und ich habe einen Advanced Seismic Prospector LV. So, ich hoffe, genau. Quest abgeschlossen. Mehrere Quests abgeschlossen. Die Quest ist hier. Und zwar for ore by hand. Watch to find deep oil. Ja, also wie gesagt, da kann man halt dann sozusagen rumsuchen, was es alles Schönes unterirdisch gibt. Das lese ich jetzt nicht alles vor, um Gottes Willen. Brauche ich 3 Jahre. Aber ich habe den jetzt hergestellt, nicht weil ich das Zeug brauche, sondern da gibt es den Reward. Die heißen Data Sticks. Claim. Und die brauchen wir. Genau deswegen haben wir mal eine Quest gemacht. Wir haben eine Quest gemacht, damit man was bekommt, ohne was anderes herstellen zu müssen. Bei Clean, also Clean Room, ja, ich so noch ein bisschen weg. Ein bisschen auf jeden Fall. So, ich nehme mal gleich mein Thermometer. Bei halt. Da das Ding auch gleich. Okay. Denn wir brauchen ja jetzt den super. Waffe. So. Ultra Low Voltage, Low Voltage, Super Buffer. Buffers up to 256 Item Stacks. Use Screwdriver to regular Output Stack Size. Consumes 1 EU per Moved Item. Move Items every 10 Seconds. 5 Seconds. Nee, ich hätte gesagt, wir bauen auf jeden Fall. Wir bauen einen kleinen. So, das heißt, ich brauche jetzt eine LV-Maschine halt, ein Cover-Modul. Das heißt, ich brauche schon wieder Stahl. Daher haben wir noch Poly. Ja. Das ist ja mittlerweile schon das. Oh. Hier muss ich Molten Rubber verschwenden. Ich hätte mal gesagt, ich mache mal auf jeden Fall erstmal 8 Goldkabel. Kupferkabel hätte ich auch machen können. Das Schöne ist ja jetzt sozusagen ab HV, was wir mittlerweile ja jetzt sind, dass jetzt auch die speziellen Fabriken auch losgehen. Also das heißt, wir werden jetzt demnächst auch mal dann ein Werk bauen, um Platten herzustellen, um den ganzen Käse anzufangen. Und jetzt wisst ihr auch, warum das Stromgebäude
schon mal gewachsen ist, weil das wird Material verschlingen ohne Ende. So, dann sind wir jetzt erst einmal hier mit den 8 Platten. Mal oben raus. Und das Konvoi-Modul habe ich schon gesehen. Und das waren jetzt dann der da und die da. Low Voltage Super Buffer. Jawohl. Das heißt jetzt, wir haben mal wieder was, was wir gleich scannen. Das, vor allem das Lustige ist, ist gar nicht, schaut gar nicht mal so wichtig aus, das Ding. Ist aber extrem wichtig. So, also wir haben jetzt einmal den Low Voltage Super Buffer. Dann heißt es jetzt, genau. Weil wir haben schon einen zweiten Maserator gebaut. Also, das heißt, du kommst dahin. Also, wir haben einen Maserator. Das heißt, wir brauchen jetzt dann Ore Washer. 2 Stück haben wir. Das heißt, ich brauche dann auf jeden Fall auch Ender IO, weil wir haben nämlich festgestellt, ohne Ender IO können wir die Dinger gar nicht mehr verwenden. Denn vorne kann man das Teil nicht verändern. Sonst könnten wir ja nicht mehr sozusagen in die Maschine reinklicken. Das heißt, wir hätten oben, unten, links, rechts, hinten. Ja. So, wir wollen ja mehrere aufeinander stellen, weil wir ja einen LV-Turm bauen wollen. Nehme ich mal schnell die Erde. Das heißt, die werden ja dann so ausschauen, dieser Turm. Ja, und geht dann so nach oben. Ja, und dann hat man halt sozusagen die Seite. Also ich habe dann die Möglichkeit, an der Seite was zu machen. Und hinten. Von hinten kommt definitiv der Strom. Und dann heißt es, ich habe jetzt noch die Seite. Und ja, das heißt dann für uns, dass man halt Wasser und Items rein und Items raus dann da machen muss. Und das heißt, wir brauchen die Ender IO Pipes. Können wir schnell hinlegen. Des Weiteren habe ich schon mal vorbereitet, kennt ihr ja alles, 2 elektronische Pistons, 2 Motoren, 2 Circuits, HV-Maschinenhall, und zwar jetzt haben wir eine Advanced Bending Machine Tier 2. Die haben wir jetzt auch mal rausgezogen und die stelle ich jetzt erst einmal hier hin. Denn diese Maschine wird jetzt sehr wichtig. Ich schmeiß dir jetzt mal schnell die Batterie da rein. Denn Industrial. Es gibt ja hier diese schönen Dosen. Die hier. Die Tin Cans. Und die Tin Cans, die kann man in der Bending Maschine HV mit Tin Casings bauen. Aber wie gesagt, HV. So, das heißt jetzt, ich mache jetzt da mal schnell 8 Stück. Audi. Nein. Ich habe doch da drüben schon als Extruder Shape. Ich hoffe, dass ich da 2 Stück rauskriege, weil sonst mache ich das wieder auf altmodisch. Habe ich noch nie gemacht.
Kommt raus. Gut. Aber wie gesagt, wir sind jetzt dann auf dem Weg, dass wir jetzt diese Hütte hier langsam aber sicher überflüssig machen. Ja, es wird zwar noch, aber wie gesagt, langsam. Wird es nicht peu à peu. So, ich brauche jetzt noch Circuit Nummer 1. Nehme ich mir den hier. Dann auch gleich den rausnehmen. Reinlegen. Reinlegen. Eins. Danke. Und wieder weg. So. So, und ab jetzt haben wir die ersten Tin Cans. Das heißt, unser kleines Problem mit dem Essen ist gegessen. Ja. So. Und zwar Basic Canning Machine. Da sind wir zu Hause. Da kann ich sie jetzt reinpacken. Und jetzt kann ich mal an diese Truhe gehen. Habe ich hier irgendwo ein Essen, das ich momentan nicht mehr essen darf? Nein, weil ich gestorben bin, ne? Ja, aber ich gehe jetzt mal hin. Ich habe jetzt hier meinen Karottensaft. Pack sie in die Canning. Und wir gehen schnell nochmal gucken, ne? Also ein Karottensaft hat eine Keule. Eine. Uno. Und ein bisschen was von der unteren. Ja? Ich habe jetzt den Karottensaft, der ist sozusagen jetzt in die Canning reingeschmissen, und ich habe jetzt 5 Dosen rausbekommen. Ja, kann ich auch gleich mal gucken, ob ich die scannen kann. Wenn ich volle scannen kann, kann ich bestimmt auch leere auch scannen. Mhm. So, aber ich habe jetzt da draus 5 bekommen. Und auch wenn eine einzige Dose nur eine halbe Keule wäre, habe ich 2,5. So 1,5. Jetzt wisst ihr auch, warum das ist in diesem Pack diese Cannings erst mit HV gibt, weil es halt die Essensmechanik sozusagen von PEM bzw. von Hangers Overhaul komplett aushebelt. Und man kann ja das Zeug immer essen. Man kann davon nicht, ja, wie heißt, ja, satt werden. So, wir haben hier Basic, wir haben hier LV, MV. Okay, muss ich das hier drehen. Und wir haben Loopback HV haben wir auch schon. So, das heißt, jetzt habe ich auf jeden Fall mal 15 Dosen dabei. Und ich habe was zum Essen. Ja, ich merke gerade, wir machen ein bisschen dies, das, jenes und dies. So, ich kann ich auch gleich wieder rüberräumen. Ich habe mir was gedacht, dass sie daraus geklaut haben. So, dann habe ich immer, ja, ich habe mich schon gefreut. Aber wir haben ja Gott sei Dank noch unseren Prophet. Unser Prophet hat nämlich noch keinen, noch nichts Zaubermäßiges. Ich ja schon, ich habe mir schon den ersten gebaut. Und ja, die Quest ist leider so aufgebaut. Ich gehe mal schnell in Soundcraft rein. Genau. Und Soundcraft ist so aufgebaut, ne, dass man die Quests hier gleich so macht, dass man sich gleich beide Zauberstäbe gleichzeitig holt. Ja. Also das heißt, ich brauche hier
Die zwei Goldcaps, die habe ich, das habe ich bekommen, weil wir die haben wir uns gebaut. Aber ich baue jetzt hier halt 4 Lichbones. Wir haben gerade mal noch 3, 8 Stainless Steel Screws und 2 Greatwood Rods. Ja, wenn man sich natürlich nacheinander jeweils die baut, dann ist es natürlich weg. Ja, und darum habe ich gesagt, ja, wenn ich dann diese Quests mache für unseren Prophet, den habt ihr gestern mitsterben sehen, dann wird ihnen die Quest abgeschlossen. So, ich habe jetzt hier meinen Iron Capped Greatwood Wand drin. Und ihr seht gerade, wenn ich jetzt dieses Zeug hier mache, ich brauche 33. Wenn ich jetzt den verwenden würde, würde ich nur noch 30 brauchen, wie ich den Goldcaps. So, das heißt, ich ziehe mir jetzt den raus und habe jetzt meinen Zauberstab Nummer 3 fertig. Also das heißt, jetzt habe ich... So, kann ich... Den habe ich noch nicht gescannt. Gleich machen. Ja, also das heißt, jetzt haben wir dieses 100%, 110% Viscose sind jetzt auch Geschichte. Ja, so. Also jetzt haben wir jetzt auf jeden Fall auch genügend Sachen, denn wir müssen ja uns ja die Brewing Stands demnächst auch richtig viele bauen, weil wir die Biomasse herstellen müssen. Ja, das wird alles witzig. So. Das wird demnächst angegangen. Da will ich jetzt noch ein wenig weitermachen. Und zwar, genau, die sind schon mal da drin. Das heißt, ich hau mir die schon mal raus. Basic Distilleries. Denn wir müssen ja jetzt dann hier das Wasserwerk sozusagen aufbauen. Da ist den oberen. So, ich brauche dann auf jeden Fall auch noch genügend Circuits. Das wird auch noch witzig. Bin mir jetzt halt gerade nicht sicher, aber ich glaube nicht. Ich habe es oft genug gesagt. Ich mach halt gleich mal alle dran. Ist ja egal. So, dann. Erst auf die Seite, dass man das Zeug auch rauskriegt. So, das habe ich so richtig eingeschlossen. Das nicht. Dahin bitte, danke. Okay, das ist jetzt alles so. Das heißt, das Wasser ist auch drin. Das heißt, ich muss jetzt noch... Nein. Falsch gedreht, in die Richtung drehen. Dass hier mir nichts mehr passiert. Genau, so, dann gehen wir mal hin. Denn wenn ich jetzt, ja, Mist. Ja, die Kabel habe ich, glaube ich, alle hingelegt. Ach, ich hoffe, dass ich noch mein Gerüst stehen habe, dass ich hochkomme. Ich. Wir laufen. So kann man es nämlich auch sehen. Also wenn man jetzt hier ist, ne, man sieht, der da unten ist angeschlossen. Die sind nicht angeschlossen, die sind nicht angeschlossen. Das ist ja natürlich ein bisschen doof. Aber ich will ja überall Strom haben. Müsste jetzt ja sozusagen wieder die Wand abreißen oder sonst was. Für die, die es nicht wissen. Oder. Hicken. Und wir machen es ins Eck.
schön. So, ich hoffe, dass da überall die Batterien schon drin sind. Da sind es vier. Da sind es keine, da sind es keine. Da sind es auch keine. Alles klar. Dann holen wir mal die Batterien noch rüber. Das heißt, wir brauchen unten 12 und oben brauchen wir 8, also 20 Batterien. Das wird auf jeden Fall uns Lithium demnächst kosten. Das wird, ja, das wird unsere Wochenaufgabe sein. Batterien herstellen. Weil wir werden jetzt HV-Batterien brauchen, wir werden LV-Batterien brauchen, wir werden MV-Batterien brauchen. Ja, da können wir uns schon mal drauf freuen. Heißt aber, wir haben ja Zack. Zack. Und zack. Und dann gehen wir mal nochmal nach vorne. Beziehungsweise, nein, wir gehen erstmal nochmal nach oben. Und gucken nach, ob die auch wirklich angeschlossen jetzt sind. Und jetzt seht ihr, alle angeschlossen. Perfekt. Okay, das heißt, wir gehen nochmal nach unten. So, wir haben ja hier schon mal alles soweit fertig, bis auf den Strom. Der Strom ist ja noch nicht hier in den Raum drin. Und wir haben nicht mal den Strom annähernd hier drüben. So, zurzeit haben wir halt das so gemacht, dass es halt hier. Okay, ich muss hier auf jeden Fall entlang. Das heißt, ich brauche jetzt Tiny Steel Fluid Pipes. Einen habe ich hier, zwei, drei Stück. Und ich brauche Blue Alloy Cable. So, und eigentlich bräuchte ich auch noch einen Transformer. Weil ich bräuchte eigentlich eine Verteilungsdose jetzt, weil ich bin mir halt nicht ganz sicher. Weil momentan lasse ich ja alles schon hier auf HV umswitchen und nach draußen transportieren. Naja, wir probieren es einfach mal. Es kann sein, dass ich noch einen Transformer basteln muss. Das heißt, wir holen uns jetzt mal schnell nochmal wir holen jetzt uns mal schnell die Kabel. Denn wir möchten das gerne anschließen, dass wir das auch starten können. Kann jetzt natürlich ganz blöd passieren. Und deswegen wollte ich das eigentlich auch mit diesen Transformern machen. Dass er sagt, nein, ich schicke den Strom jetzt die ganze Zeit von der nach darüber. Es kann jetzt aber auch passieren, dass er sagt, okay, ich schicke jetzt hier keinen Strom mehr hin, sondern ich schicke jetzt den Strom hier rüber. Und das kann man halt mit den Transformern sozusagen ein bisschen managen, vor allem wenn man den großen baut, dass man halt sagt, okay, du machst jetzt eine Verteilung von 64 und zwar überall hin. Das wollen wir aber sehen. So, wir brauchen jetzt als allererstes Kabel. Kabel haben wir hier. Ich hoffe mal, dass 35 Stück reichen. Und jetzt werden sich einige fragen, wenn du die Canning-Maschine gebaut hast. Für was hast du das Restaurant gebaut? Restaurant wird immer noch wichtig sein, vor allem weil man ja die Essen auch kochen muss, um
auch die in die Dosen zu kriegen. Also ich werde nicht nur mit dem Sunkist da arbeiten, also mit den Säften. Das wäre nicht wünschenswert. Nein, nein. Dahin. Sondern ich möchte ja auch die anderen Essen herstellen. Und vor allem, warum will ich die herstellen? Wer noch unten diese Anzeige sieht, mit den Herzen. Ich habe ja momentan 18. Ja? Und ich mache jetzt mal. Habe ich momentan meinen Strom? Meinen Strom hätte ich hier. Ja, dann machen wir den auch hier. Werde da drin kein HV brauchen. Aber ich werde hier einen Battery Buffer reinmachen. Und wieder. Es regnet schon wieder. Ich glaub's ja. Nein. Oh, danke. Ja, das heißt, da kommt ja ein Battery Buffer, ein Battery Buffer HV dann rein. Irgendwann. Ob der jetzt gleich kommt, weiß ich noch nicht. Irgendwann auf jeden Fall. Weil wie gesagt, wir müssen ja auch genügend Materialien haben. Ich hätte gesagt, momentan nicht. Also lasse ich hier ein Kabel reinlaufen. Das heißt, hier hinten kommt es dann ein Transformer hin. Und zwar ein normaler. Oder? Kommt da ein normaler hin? Bin beim Überlegen. Eigentlich nein. Ich brauche da auch hier einen größeren. Gut, dann schauen wir mal gleich, ob ich den bauen kann. Problem ist, ja, LV muss ich noch schnell machen. Das heißt, ich brauche noch mal ein Casing. Einmal die Ding auf, danke. Pulli. Machine Casing hier für Hammer. Ich glaube, ich brauche da zwei auch. Aber für Kupfer haben wir denn noch? Kupfer haben wir auch nur noch 32. Aber in die Wire. Ja, weil das habe ich schon mal. Und ich weiß auf jeden Fall, dass ich den ganzen Stack brauchen werde. Und davon brauche ich auch. Dann. Okay. So, und dann brauche ich auf jeden Fall ein Kabel. Dann braucht man noch das da. Sehr schön. Haben wir alles, hoffe ich. Habe ich noch isoliertes Kupferkabel in klein. Nein, habe ich nicht. Okay, dann hoffe ich mal, dass ich hier jetzt noch eins habe, weil sonst, ja. Witzig. Ja, das heißt jetzt, ich mache jetzt aus dir dem und dem und dem einen Low Voltage Transformer. Dann kommst du hin, du und du und ich mache einen LV High Ampere Transformer draus. Das heißt, ich kann jetzt schon mal 16 Stück anschließen. Genau. Das ist das, was wir wollen. Ja, weil wir haben ja schon mal 12 Maschinen schon mal alleine dort hängen.
Und dann brauche ich jetzt noch einen Transformer von MV zu HV. Da bin ich jetzt gerade beim Nachgrübeln. Ich habe ja ein HV werden 4 MV. 4 MV werden 16 LV. Medium Voltage Transformer hat 4 Ampere. Könnte reichen. Also das heißt, ich brauche jetzt Copper Cable 4 Stück. Das heißt, ich brauche davon 9. Da 1. In Circuit. Reicht ein. Wenn wir das nämlich gleich alles soweit anschließen. So, dann brauche ich aber jetzt auch noch mein Unrelated Copper Cable. Weil das ziehen wir ja sozusagen etwas weiter. Und ich brauche. Bräuchte eigentlich ein Redstone Alloy Wire? Hab ich da noch was? Hey, noch Redstone Alloy? Ja. Ich muss das mal schnell bitte unterbinden. Danke. Ich bin jetzt 8. Du bist auch 8, ne? Ne, du bist ein 4er. Brauche ich nochmal 2. Haben davon 4, davon einen, dass ich da jetzt gerade nichts verwechsel. So, du kommst dahin, Kupfer, Holz, Medium Voltage Transformer, jawohl, haben wir auch. Das ULV, das ist LV. War das richtig? Ja. Ihre. Wenn dann gleich richtig. Und da nochmal 9. Ich muss das ja auch noch isolieren. Sehr schön. Habe ich da noch einen 16er? Weil das werde ich jetzt nämlich gleich brauchen. Ist. Ah, ja, danke. 188. Ja, ich bin gerade beim Überlegen, ob das nicht ein bisschen jetzt gerade so enthusiastisch war mit dem, aber naja. Haben wir noch mal Gold. So. Dich werde ich brauchen. Ich momentan nicht brauchen, das kommt momentan dahin. Silver Cable. Da hinten hin.
Mehrfache. Hab ich. Brauche ich. Brauche ich gerade nicht. Hier hin, danke. Ja, dann nehme ich dich doch mit. Ich auch. Wenn ich noch Holzkabel habe und du kommst dahin. Ja, 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 ja. Wir haben jetzt Transformer. Wir haben Transformer. Dann bräuchte ich jetzt bitte noch aus der Abteilung den Hammer. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts in die Luft jag. Eigentlich kann er da noch Battery Buffers dazwischen. Aber die kann ich mir momentan halt nicht stone. Dirt, bitte. Nicht leisten. Also doch, ja, teilweise kann ich es mir leisten. So, heißt jetzt, ich brauche jetzt den HV. Muss ich doch drunter. Genau. So, da ist auf jeden Fall der Stecker dran. Das heißt, ich gehe nach unten. Das heißt, ich schließe dich an. Dann muss ich auf jeden Fall nochmal nach oben. Denn ich muss das Kupferkabel jetzt hier anschließen. Ich hoffe, dass ich von unten aus ganz oben dran komme. Passieren wird momentan noch nichts, weil das Kabel ist noch nicht draußen angeschlossen. Und ich habe gerade ganz, 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 ganz doll festgestellt. Nee, warte. Nee, es geht sogar. Okay, so, dann heißt es jetzt für mich, ich muss jetzt den da hier hin machen. Dann haben wir ja einen Gummihammer. Das heißt, oh Gott. Step up 20, 32, 16 Ampere. Nein, ich brauche den da. Brauch's doch so. Ich hätte gerade den Gummihammer gebraucht. Gut. So. Unten. Auf, dass da nichts passiert. Drück die Daumen. Den habe ich angeschlossen. Den habe ich angeschlossen. So, jetzt brauche ich nochmal Tiny Steel Pipes und zwar zwei Stück. Drin. Drin. Ich habe natürlich nur noch einen. Ich glaub's ja. Weil ich werde nicht dieses teure Stromkabel verlängern, wenn ich diese billigen Steel-Dinger da verwenden kann, ne? Ne, das gibt's nicht. Da habe ich noch hier. Bin mir halt gerade nicht sicher. Ja, ich glaube, der ist schon wieder voll gefüllt. Wenn nicht, muss ich halt nochmal runter. Aber das kann ich ja dann auch so machen. Habe ich noch?
Gott sei Dank habe ich gerade noch mal geguckt, ne? Weil sonst wäre ich gleich wieder gelatscht. Wir brauchen nämlich davon auch noch einen. So. Weil das wird jetzt nämlich heißen, wenn ich jetzt den hier angeschlossen habe. Weil destilliertes Wasser haben wir momentan 22.000. Das ist ja gar nichts. Heißt das jetzt, das ist doch ein Tiny, ne? Ja. Das heißt, wir gehen jetzt dann hier hin. Hier hin. Hier hin. Willst du mich verarschen? Ja, ist ja gut. Noch mal weg. So, du gehst nach unten. Dann nach oben. Gelber Pinsel. Perfekt. So. Und ich hoffe, dass ich jetzt keine Kettenreaktion auslöse. Wenn ich jetzt das mache. Ich möchte keinen Dampf sehen. Ich möchte kein Feuer sehen. Einzigste, was ich sehen möchte, ist jetzt ein paar Maschinen, die arbeiten. Und das sehen sie auch. Also ich sehe auf jeden Fall eine Maschine arbeiten, weil die anderen habe ich natürlich noch nicht zum Arbeiten gekriegt, aber ist mir auch egal, weil wir brauchen natürlich jetzt dann Circuits. Ich hätte mal gesagt, ich nehme noch drei mit. Dann die Pipe brauche ich momentan nicht mehr. Gleich aufräumen. Das Redstone Alloy Wire. Ja, habe ich gar nicht gebraucht. Oh, auf jeden Fall habe ich diese 16 Stück angeschlossen. Das heißt, ich kann jetzt dann hinten dran nochmal 4 anschließen. Ja, das heißt jetzt, wir gehen jetzt nochmal schnell rein. Ich habe festgestellt, ich brauche Circuit Nummer 5. Auch rein. Und wir werden auch sehr viele Soundmuffler brauchen. Weil sonst gehe ich hier nicht mehr rein. Nach unten und dann schauen wir mal, was sagt denn hier die Pipe. Jawohl, kommen immer wieder mal 5 an. Ja, und jetzt seht ihr halt, dass die halt immer wieder schön brav läuft. Und ich hoffe wirklich, dass diese 12 Stück, die wo ich jetzt in diesen Raum habe, müssen leider noch mal in diese Quellkiste rein. Beziehungsweise, nein, wir schauen mal schnell, ob ich noch ein paar Soundmuffler drüben rumfliegen habe. Natürlich nicht. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich 3 brauche oder 6.
Bin mir auch nicht sicher, ob die Batterie reicht. Hoffe. Sampler. Ja, aber auf jeden Fall ist der jetzt dreimal so schnell fertig. Darum habe ich jetzt den verwendet. Kostet mir mehr Energie, aber ist mir egal. So, Waffler Nummer 1. Ja, und ich habe 2 gebraucht. Hab's noch richtig im Kopf gehabt. Wie gesagt, wenn jetzt dann wirklich die Erzverarbeitung läuft, wie gesagt, auch mit den Destillerien da drüben, mit den 12 Stück. Es werden halt nur 5 Stück hergestellt. Okay, es geht ziemlich fix. Best complete. Das ist kein ASMR. Ja, ne, weil ich brauche ja für ein Rezept, weil wir wollen ja mit destilliertem Wasser arbeiten. Ja, und wenn dann irgendwann mal da 16 Maschinen dranhängen, ja, brauche ich ja, 16 Maschinen. Hier 8, 12, 16. Ja. Und brauchen wir 200 Liter pro Durchgang. Und der Durchgang dauert. Hier steht's 15 Sekunden. Das heißt, in 15 Sekunden müssen die da drüben mir so viel destilliertes Wasser hinterher schießen, dass alle 16 laufen. Also das heißt, ich brauche 3200 Liter pro 15 Sekunden. Und ja, das kann sein, dass mir die halt nicht reichen. Und das wäre halt ja nicht gut. Können wir gleich nochmal gucken, wie viel destilliertes Wasser, dass die uns raushauen. Ah, genau. Sehr schön. Also du und du. Der läuft ja weiter, weil da habe ich den Fluid Output nämlich angemacht. Ja, jetzt laufen die auch komplett mit. Pipes reichen 10-mal aus. Hat mal einer ein bisschen, ja, hat mal wieder wen geleckt, ist aber egal. So. Ja, also. Usage Distillery, bitte. Okay. Also, wir brauchen 0,8 Sekunden, um 5 Liter herzustellen. Also, sagen wir mal, eine Sekunde. Ja, das heißt, wir haben 15 Sekunden Zeit. Das heißt, der stellt in 15 Sekunden 75 Liter her. Einer. Und wir brauchen ja 200. Also das heißt, wir haben hier schon mal einen, das sind dann 100. 150, 300, 600, 900, die reichen nicht. Da wird nicht mal der zweite Raum reichen. Das heißt, eventuell muss ich dann hier dieselben Destillerien in MV aufbauen. Oder beziehungsweise den kompletten Strang hier auf LV. Ja, weil
Haben wir jetzt noch 300, 600? 75? 150? 300? 600? 900? Das heißt, ein Raum macht 1800 und zwei Räume machen dann 3600. Und 3600 ist genau das, was wir gesagt haben, was wir brauchen. Da haben wir noch vielleicht ein bisschen Überschuss. Aber wie gesagt, die Erzverarbeitung wird ja dann soll ja irgendwann komplett autark laufen, ohne dass wir die ganze Zeit draufglotzen müssen. Ja, und jetzt müssen wir halt auch aufpassen, dass definitiv auch immer der Strom läuft. Das ist jetzt das, was wir auch jetzt gucken müssen. Nicht, dass mir jetzt die Stromverarbeitung den Strom halt alles darüber schickt und wir hier nichts mehr kriegen. Ich bin mir halt immer noch nicht ganz sicher, wie das genau funktioniert. Weil normalerweise fordern die Maschinen ja das an. Ja. Nur ich weiß jetzt halt nicht, macht der das dann und fordert das komplette HV an oder nur ein Teil davon? Aua! Haben wir meinen Fuß gebrochen. Welche Dummheit. Muss noch ein Krankenhaus bauen, damit man geheilt werden kann. Ja. Aber der ist auf jeden Fall auch am Laufen. Beziehungsweise jetzt nicht mehr. Ja, das ist jetzt halt das, was ich meine. Darum müssen wir jetzt dann dem als nächstes, bevor wir mit der Erzverarbeitung anfangen, mit dem Chemiewerk anfangen, weil das muss auch definitiv alles sauber laufen. Das wird auch noch witzig. So. Wieder da rein. Weil jetzt habt ihr gesehen, wir haben jetzt in der Stunde, heute mal wieder ein wenig länger, 128 Hydrogenzellen in Verwendung. Und das wird bestimmt nicht weniger werden, sondern bestimmt mehr. Vor allem, wenn jetzt dann auch noch die MV-Maschinen dann irgendwann ankommen. Aber wie gesagt, weil wir müssen ja das auch noch alles sauber hinkriegen. Und ich brauche ja schon mal alleine drei HV-Stränge, die wo in die Erzverarbeitung laufen. Mindestens drei. Ja, weil wir haben ja zwei HV-Maschinen. Wobei die, glaube ich, mit einer einzigen HV-Leitung zurechtkommen. Dann haben wir aber, wie gesagt, irgendwann 16 Ohrbosche. Am Anfang jetzt werden es erstmal 8 sein. Oder sogar noch weniger, vielleicht sogar nur die 2. Vielleicht nehmen wir nochmal 2 dazu, das sind es 4. Ja, und ja. Und dann kommen natürlich noch Zentrifugen dazu, die auch noch laufen. Da kommen eventuell noch die Öfen dazu. EBF, ein großer EBF. Ja, weil momentan haben wir ja nur den kleinen EBF hier. Und dann werden ja irgendwann EBF drüben stehen, die viermal so groß sind wie der da. Ja, das heißt, da kommt nochmal da zwei hin. Und nochmal da zwei hin. Und das wird halt dann witzig. Das muss man auch noch alles vorbereiten. Und Ruby Dust brauche ich auch noch. Ja, weil wir brauchen Chrom. Für die Coils. Alles wunderbar. Genau. So, wenn ihr noch Anregungen und Fragen habt, schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Ihr seht momentan wieder weitere Videos von mir. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.